Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Python. Heute wollen wir uns mit Datum und Uhrzeit noch ein bisschen beschäftigen, denn ich dachte mir, ja, wir könnten mal wieder ein bisschen Python machen. Ich habe euch vielleicht noch ein paar Sachen nicht gezeigt, die vielleicht ganz nützlich für den einen oder anderen unter euch sind. Und vielleicht erweitern wir die Playlist einfach mal um ein, zwei, vielleicht auch drei Videos. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso Spaß und freut euch darauf wie ich auch. So. Was wir jetzt machen ist, wir wollen uns mit Date und Time beschäftigen, deswegen Date und Time für and. Aber Achtung, nicht Date Time benutzen, sonst importiert ihr immer euer Modul und nicht das, was wir eigentlich importieren wollen nachher. Okay, also Import Time erstmal. Wir wollen uns zunächst einmal mit Zeit beschäftigen. Ihr kennt wahrscheinlich das Modul Zeit schon aus meinen anderen Videos, das habe ich schon teilweise benutzt, aber der Vollständigkeit will ich das hier auch noch kurz reinbringen. Und zwar, ihr könnt ja einfach sagen, ihr wollt die Zeit berechnen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal einen Print-Aufruf. Time.time. So. Und was jetzt passiert ist, wenn wir das ausgeben, dann sehen wir hier irgend so eine komische Zahl. Wenn ihr das mal ausrechnet, das sind Sekunden nach dem 01.01.1950, soweit ich weiß. Aber dazu ist Time.time auch einfach nicht gedacht. Time.time ist dazu da, damit ihr super gut eine Differenz berechnen könnt zwischen zwei Zeiten. Und zwar sehr genau. Das heißt, ihr könnt ja einfach sagen, hey, ich möchte gerne meine Startzeit auf das hier setzen und dann meine Endzeit als Time.time berechnen. So, und dann könnt ihr nämlich hier die Differenz ausgeben und habt, wie lange euer Skript gebraucht hat für irgendwas. Start minus End. So, berechnet, andersrum, End minus Start natürlich. Berechnet euch, wie lange euer Skript jetzt tatsächlich gebraucht hat. In unserem Fall sind das 9 mal 10 hoch minus 7 Sekunden, also quasi keine Zeit. Ja, warum ist das so? Weil wir einfach zu kurz gebraucht haben. Deswegen ein weiterer Time-Befehl, time.sleep. Und da kann man eingeben, wie viele Sekunden ein Skript warten soll, bis es weiterläuft. Ich mache jetzt hier mal nur eine Sekunde und wir führen das aus, warten eine Sekunde und dann sehen wir, Mensch, unser Skript hat 1,000975 irgendwas Sekunden gebraucht. Also sehr, sehr genau eigentlich auch. Ihr seht, wie viele Nachkommastellen wir hier haben. Aber warum ist es jetzt nicht genau auf 1? Naja, wir brauchen hier auch noch eine gewisse Zeit, bis eben dieser Time.sleep-Aufruf gestartet wird. Und wir brauchen eine gewisse Zeit, um Time.time zu berechnen. Und das sind eben genau dieser komische Schwanz da hinten. Das ist eben diese Zeit, die zusätzlich zu diesem Sleep noch gebraucht wurde. Das heißt, ihr könnt nicht sicher sein, dass es genau eine Sekunde ist, aber es ist ziemlich genau eine Sekunde. So, also wie gesagt, Time.time zum Zeiten berechnen. Aber zum richtig Datum und Uhrzeit berechnen, da würde ich euch eher DateTime empfehlen. Und hier ist es jetzt wichtig, dass ihr nicht DateTime, also dass ihr eure Klasse hier nicht DateTime oder eure Datei nicht DateTime nennt. Sonst habt ihr nämlich das Problem, dass ihr, wenn ihr DateTime aufruft, dass ihr dann automatisch eure eigene Klasse auch noch importiert. Das bedeutet, im Endeffekt habt ihr nicht das echte DateTime-Modul. Das ist mir gerade eben passiert, deswegen war ich mega verwirrt. Aber ja, man sollte natürlich auf die Namen ein bisschen Acht geben. So, was wir hier mit DateTime machen können, ist unglaublich vielzählig. Und zwar würde ich einfach mal sagen, wir berechnen uns oder wir lassen uns das jetzt ausgeben. Das machen wir mit DateTime.DateTime.Now. So, und datetime.datetime.now gibt uns, also warum dieses datetime hier hinten dran nochmal, damit wir Datum und Uhrzeit bekommen. Wir können das Ganze auch über time machen, sehen wir jetzt. Dann liefert mir das, okay, können wir nicht über time machen, klar. Weil time kein now hat, aber ja gut, man könnte es im Endeffekt über time auch lösen. Ja, was wir hier sehen, ist erstmal das Datum, aber irgendwie seltsam formatiert. Das ist dieses komische amerikanische Format. Oh, und wir sehen, das ist der 8.8., deswegen sehe ich jetzt nicht, welches der Monat und welches der Tag ist. Da kommen wir aber gleich drauf. Dann sehen wir hier die Uhrzeit, Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde. Also Sekunde mit Kommazahl im Endeffekt. Ja, und das ist schon mal sehr, sehr nützlich, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen was anderes haben. Und zwar wollen wir das ganze Ding ein bisschen formatieren vielleicht. Und dazu gibt es die Funktion strftime, das ist die hier. Und hier kommt jetzt eure Formatierung rein für euer Datum. So, das heißt, wir brauchen vielleicht, naja, was wollen wir denn? Wir wollen zunächst einmal den Tag haben, das wäre Prozent %d, also für Tag. Dann wollen wir einen Punkt als Deutsche haben, dann wollen wir den Monat haben. Kleingeschrieben, Achtung, großgeschrieben sind das Minuten. Dann wollen wir das Jahr haben. Jahr ist groß Y,
Prozent, aber nee, halt, stopp, kleines y wollen wir erstmal haben. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, was jetzt rauskommt, ist der 8.8.17. Wenn wir jetzt hier groß y draus machen, dann wird das Ganze plötzlich zu 2017. Und ja, genau, das ist im Endeffekt schon die ganze Magie dahinter. Wir können aber jetzt auch noch natürlich mit der Zeit ein bisschen rumhantieren. Und zwar die Stunden als erstes, dann die Minuten. Deswegen großes M ist reserviert. Und das passt erstmal für uns. Machen wir hier mal so. Und wir sehen, es ist 16.15 Uhr am 8.8.17. Wunderbar. So, es geht natürlich noch weiter. Und zwar können wir hier mit Sekunden auch irgendwie hantieren. Und zwar sehen die so aus. Prozent S. Wer hätte es gedacht? Aber Achtung, Prozent S liefert euch den ganzen kompletten Rattenschwanz hier hinten mit. Was natürlich nicht ganz so sinnvoll für euch ist. Deswegen würde ich euch vielleicht eher zu Prozent Groß S raten, was die Sekunden einfach rundet auf 28 Sekunden hier. Sehr, sehr nützlich, weil jetzt habt ihr ein sinnvolles Datumsformat. So, aber man kann natürlich noch mehr machen und das wollen wir, glaube ich, auch vorne dran machen. Macht am meisten Sinn. Ja, wir wollen zum Beispiel jetzt ausgeben, was für einen Wochentag wir gerade haben. Das kriegen wir hin mit Prozent A. Prozent A liefert mir Tuesday, also Dienstag, der so und so vielte, während mir klein a, das gibt's auch, liefert mir die Abkürzung für diesen Tag, also TUE für Tuesday, das heißt Dienstag. Wenn das Ganze jetzt auf einem deutschen System laufen würde, würde da tatsächlich DI rauskommen, aber bei mir läuft so ziemlich alles auf Englisch, deswegen kommt hier jetzt auch ein Tuesday raus. Okay. Dann kann ich natürlich auch noch so Sachen machen wie, ich mache das jetzt einfach mal alles hier vorne. Ich kann sagen B, dann sehen wir das hier, also das ist der Monat im Endeffekt, ausgeschrieben als richtiges Wort. Wer hätte gedacht, die Klein-B-Abkürzung steht wieder mal für die Abkürzung hier AUG für August. Dann gibt's noch, was kann ich euch noch zeigen, W. W gibt mir die x-te Woche eines Jahres aus, das heißt die in unserem Fall 32. Jahres- oder Kalenderwoche ist schon angebrochen und während klein d wiederum den Wochentag ausgibt, also der zweite Wochentag, Montag ist der erste, Dienstag ist der zweite Wochentag, Mittwoch der dritte und so weiter und so fort. Genau, darauf kommt dann das wieder. Also W, groß W ist was komplett anderes wie klein w. Die haben in dem Fall jetzt nichts miteinander zu tun, nicht so wie, ja, nicht so wie die ganzen Sekunden hier zum Beispiel. So, und ja, das ist eigentlich auch schon das Allerwichtigste, was ihr braucht. Also so könnt ihr ganz schön Datum und Uhrzeit formatieren und damit arbeiten. Und ja, im Endeffekt, wenn ihr über datetime.now geht, dann bekommt ihr eben alle Informationen. Das heißt, ihr könnt daraus auch eben Uhrzeit und Sekunden und so weiter ablesen, während wenn ihr über über Date geht, dann bekommt ihr eben die Informationen, da gibt es die Now-Funktion, gibt es da nicht, da gibt es die Today-Funktion, Today, und da bekommt ihr natürlich keine Stunden, Minuten, Sekunden, das würde hier nicht funktionieren. Wir sehen hier 000 immer ausgegeben, aber das Datum funktioniert immer noch, Wochentag und alles funktioniert, also da fehlen einfach ein paar Informationen. Und ihr könnt dann halt nicht alle Formatierungen benutzen, aber ja. Deswegen würde ich euch eigentlich immer empfehlen, datetime.now zu nehmen und da ist eigentlich alles drin, was man braucht. So, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ziemlich leicht heute, ich weiß, aber ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.